Dann begrüße ich euch nochmal ganz offiziell zu der Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Dazu begrüße ich wie immer unseren Cheftrainer Benno Möhlmann, aber wir haben heute auch unsere zwei aktuellsten Neuzugänge dabei, Hanno Balic und Slatko Dedic, die ich danach auch noch ausführlicher vorstellen werde und denen Sie und ihr auch noch Fragen stellen könnt. Aber beginnen möchten wir gerne mit dem Spiel gegen Nürnberg am Samstag und dazu würde ich gerne die aktuellsten Neuigkeiten von unserem Cheftrainer Benno Möhlmann erbitten. Ja, ich denke, dass wir nach den ersten beiden Niederlagen in der Liga die letzten 14 Tage ganz gut genutzt haben. Zum einen im Trainingsbetrieb, um einfach unser Zusammenspiel zu verbessern, das gegenseitige Verständnis und auch das Miteinander weiterzubringen. Zum Zweiten denke ich am vergangenen Wochenende auch mit der Pokalrunde, da es geschafft, die nächste Runde zu erreichen. Ich werte das absolut als Erfolg, muss ich ganz klar sagen. Vor allen Dingen in Anbetracht unserer Situation und auch in Anbetracht dann der vielen Überraschungen, die auch am letzten Wochenende da passiert sind. Und zum Dritten, und deshalb sind die beiden ja auch hier, denke ich auch, dass wir mit Hanno und auch mit Slatko dann jetzt in der Zeit noch zwei Bundesliga-erfahrene, gute Spieler dazu bekommen haben, die uns absolut helfen werden in den nächsten Wochen und Monaten und das freut mich umso sehr. Wir sind auf einem guten Weg mit der Truppe, wir sind in der Spur und wollen das auch am Samstag in Nürnberg schon zum Ausdruck bringen. Personell haben wir die Problematik aus der letzten Begegnung, dass der Björn Schlicke und auch der Alex Huber sich verletzt haben. Der Björn im Kniebereich eine Bänderverletzung hat und der Alex da die Wadenmuskulatur doch mitgenommen ist. Da müssen wir einfach bei beiden noch abwarten, sehen, ob das jetzt kurzfristig so entscheidend besser wird, noch dass sie zum Einsatz kommen können. Da kann ich noch keine Prognose abgeben. Ansonsten sind bis auf die Langzeitverletzten alle in einer guten Verfassung im Training. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Möhlmann. Gibt es zum Spiel am Samstag noch Fragen, bevor wir zu den Neuzugängen kommen? Offensichtlich nicht, doch. Da geht es schon um die Neuzugänge. Werden die beiden schon mitfahren am Samstag? Auch das werden wir letztlich erst morgen entscheiden. Also werde ich mit beiden auch besprechen, ne, wie sie sich jetzt nach den Tagen fühlen, wie ich sie einschätze. Und da werden wir dann morgen auch nach dem oder vielleicht auch schon während des Trainings die Entscheidung treffen. Dann möchte ich jetzt überleiten zu den Neuzugängen. Am Montag hat Hanno Balic unterschrieben, der ja schon einige Tage zuvor auch mit der Mannschaft trainiert hat. Hanno, welchen Eindruck hast du denn in diesen Tagen des gemeinsamen Trainings von der Mannschaft gewonnen? Ja, hallo erstmal zusammen. Mir haben die paar Tage hier unheimlich Spaß gemacht, bin sehr positiv aufgenommen worden von der Mannschaft. Ich glaube, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass ein Spieler, der ja, zur Probe oder um sich mal umzuschauen, mittrainiert, so aufgenommen wird. Ist ja auch vielleicht positionsbedingt ein möglicher Konkurrent in Zukunft. Bin aber von allen wirklich ausnahmslos toll aufgenommen worden. Hat mit Sicherheit massiv dazu beigetragen, dass ich hier auch mit einem sehr, sehr guten Gefühl und mit Vorfreude unterschrieben habe. Und ich glaube, dass die Mannschaft absolut intakt ist, dass sie mannschaftlich gefestigt ist. Natürlich ist klar, dass nach zwei Niederlagen zu Beginn vielleicht das Selbstvertrauen nicht das Größte ist, aber ich glaube, die Pokalpartie hat schon gezeigt, dass die Mannschaft absolut funktioniert und charakterlich absolut top ist. Da so zurückzukommen nach 0-2 gegen schwierigen Gegner, in Unterzahl dann in Führung zu gehen und so, also
muss ich sagen, hat mir gefallen, auch vom Fernseher aus. Und ja, ich glaube, dass wir, wie der Trainer gesagt haben, da natürlich noch einen schwierigen Weg vor uns haben, aber dass uns da auch nicht bange sein muss vor den Aufgaben jetzt in der näheren Zukunft. Du hast ja in den letzten über 10 Jahren fast 350 Bundesligaspiele gemacht. Denkst du, dass es für dich jetzt eine Umstellung ist, dass du vielleicht sogar dein Spiel umstellen musst, jetzt in der zweiten Liga, oder ist das dann kaum ein Unterschied? Ja, es ist immer noch Fußball, ne? Also ob erste oder zweite Liga oder vielleicht sogar noch die eine oder andere Klasse drunter, das Spiel bleibt das gleiche. Die Rahmenbedingungen sind vielleicht ein bisschen andere und es wird natürlich vielleicht auch ein bisschen anderer Fußball gespielt. Das ist aber von Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich und nicht unbedingt ligaabhängig. Ich glaube, dass die zweite Liga ja auch eine sehr athletische Liga ist, eine sehr zweikampfbetonte Liga ist und dass man da keinen Schritt weniger gehen darf als in der ersten Liga. Und von daher glaube ich, dass ich mein Spiel nicht extrem umstellen muss. Das hängt dann vielleicht eher mit der Spielweise der Mannschaft zusammen, die hier vielleicht ein bisschen anders ist als jetzt in Nürnberg in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass das wirklich nur Nuancen sind, dass da keine Anpassungsschwierigkeiten oder so geben wird. Du bist ja auch Hesse, in Hessen geboren, hast in Hessen deine ersten Schritte im Jugendfußball gemacht, hast dann auch zweite Liga gespielt. Jetzt kommst du wieder zurück nach Hessen, spielst wieder zweite Liga. Ist es so, dass es für dich sich dann ein Kreis schließt oder siehst du das Nüchterne einfach als weitere Station oder jetzige Station im Profifußball? Nein, es ist ja nicht davon auszugehen, dass ich noch 5, 6 Stationen vor mir habe, ehrlich gesagt. Und ja, da schließt sich natürlich schon ein bisschen der Kreis. Also in der zweiten Liga irgendwo ins Profigeschäft reingekommen, hier in der Region, war damals Waldhof Mannheim, aber hier in der Region. Ich habe auch gesagt, dass der regionale, der familiäre Aspekt eine entscheidende Rolle gespielt hat bei der Entscheidung dann auch für den FSV Frankfurt. Und ja, es ist auch mal angenehm, nach einem Vereinswechsel nicht nur nach einem Haus zur Miete zu suchen, sondern auch zu überlegen, ob man sich dauerhaft irgendwo sesshaft machen kann und ja, die sozialen Kontakte auch mal für länger als für 1, 2 Jahre zu intensivieren. Das ist eine sehr schöne Sache, die wir auch als Familie genießen und wenn man sich, glaube ich, da im privaten Umfeld wohlfühlt, ist das auch die Grundvoraussetzung, dann sportlich gut zu sein und erfolgreich zu sein. Vielen Dank bis dahin. Jetzt möchte ich noch überleiten zu Zlatko, denn der FSV Frankfurt ja auch schon kennt aus Duellen mit Bochum und Dresden. Welchen Eindruck hattest du da vom FSV Frankfurt, als du mit den jeweiligen Mannschaften gegen den FSV Frankfurt gespielt hast? Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Ja, Eindruck war immer sehr positiv. Ich hatte immer sehr schwer gegen FSV zu spielen. Hat mir einen Eindruck gegeben, dass eine familiäre Mannschaft, sehr organisierte Mannschaft mit Spielern, wo viele Qualitäten haben, das Spielen in dieser Mannschaft. Und ja, war immer schwer und immer positiver Eindruck. Und was war jetzt ausschlaggebend dafür, dass du hier beim FSV unterschrieben hast? Ja, meine Wille war auf jeden Fall in Deutschland zu bleiben, zu spielen, weil ich habe schon 6 Jahre in Deutschland gespielt und ich wollte unbedingt in Deutschland bleiben. Und natürlich nach dem Gespräch mit Verein, nach dem Gespräch mit Trainer hatte ich dieses positive Bauchgefühl und ja, deswegen bin ich sehr froh, dass diese Möglichkeit ich jetzt habe, hier zu sein und ja, deswegen habe ich mich auch für FSV entschieden. Seit Dienstag bist du jetzt hier. Hast du die Spieler schon kennenlernen können? Wie läuft die Integration? Oder kennst du dich sowieso schon aus früheren Duellen bzw. als Mitspieler? Ja, Integration sehr gut. Ich kenne ein paar Spieler noch vom Dynamo und vom Bochum, mit wem habe ich zusammen gespielt. Alle anderen habe ich auch kennengelernt und läuft jetzt alles im Moment positiv aus und ich bin nur jetzt für mich persönlich konzentriert, dass ich hart arbeite und dass ich so schnell wie möglich 100% fit bin und dass ich kann auch dieser Mannschaft helfen. Vielen Dank, Zlatko. Danke. Haben Sie und habt ihr noch Fragen an die Spieler hier oben? Wie immer bitte in das Funkmikrofon. Danke, Manni. Eine Frage an Hanno Balic. Wenn alles gut geht, wäre ja direkt das erste Spiel in Nürnberg. Was ist das für ein Gefühl, dann nach Nürnberg zurückzukehren, wo es auch ein bisschen Ärger gab? Ja, ich bin relativ entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zum einen sind auf dem Platz kaum noch Leute, mit denen ich zusammengespielt habe. Das ist mal das Erste. Die kann man an einer Hand abzählen. Und ich kann dem Trainer nicht mal großartig Insider-Tipps geben, leider.
Und zum anderen muss ich sagen, ist jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen und es war eigentlich auch immer eine meiner Stärken, mir Gedanken zu machen über die zurückliegende Situation. Ich glaube, dass ich das ganz gut für mich abgehandelt habe. Also ich fahre ohne Groll, ohne Hass oder ohne irgendwelche Rachegefühle nach Nürnberg, ob als Zuschauer oder so. Und von daher sehe ich dem ganz gelassen entgegen. Ich bewerte da eher die sportliche Situation in Nürnberg, die ja da im Moment auch nicht ganz einfach ist. Da kenne ich das Umfeld, da weiß ich auch, dass es im Moment keine einfache Situation ist, für die Spieler dort zu spielen und dass es mit Sicherheit angenehmere Gegner gibt als in FSV Frankfurt am Wochenende. Und ich sehe da durchaus Chancen, auch da als unangenehmer Gegner aufzutreten und da eine Nürnberger Mannschaft vor Probleme zu stellen. Eine Frage an Slatko, wie ist denn Ihr Fitnesszustand? Ja, mein Fitnesszustand ist so, dass ich habe mich fit gehalten, immer, jeden Tag. Und natürlich fällt ein bisschen Training mit Ball, das ist ganz normal, weil selbst kannst du nicht alles machen, so wie mit Mannschaft. Aber jetzt, wir werden mal sehen, wie es in, jetzt ist meine Konzentration nur auf Arbeit mit der Mannschaft und so schnell wie möglich reinzukommen. Nochmal eine Frage an Hanno Balic. Sie haben so nach außen hin, nicht nur wegen Nürnberg, auch ein relativ schlechtes Image. Wie kam das zustande? Ich bin ein ganz fieser Typ. Nein, das ist in erster Linie bin ich jemand, der seine Meinung hat, die intern auch vertritt, wenn sie gefragt wird. Das ist mit Sicherheit nicht immer die Mainstream-Meinung. Ich bin auch jemand, der in seinem Handeln konsequent ist. Ich versuche auch gerade mit den Journalisten vernünftig zusammenzuarbeiten. Und bei der einen oder anderen Station war das nicht möglich gewesen, dann habe ich meine Konsequenz daraus gezogen. Und Sie wissen auch, dass dann gerade der Boulevard, ohne jemandem zu nahe zu treten, ich kenne die handelnden Personen noch nicht. Mit vielen Ihrer Kollegen habe ich ein richtig gutes Verhältnis. Mit den Kollegen in Hannover und Nürnberg zum Beispiel eher nicht. Da sind Sachen abgelaufen, die nach meinem moralischen Verständnis nicht in Ordnung sind, die Auswirkungen auf die Familie gehabt haben. Und dann habe ich auch eine Fürsorgepflicht, da konsequent zu sein. Und die habe ich dann auch wahrgenommen und habe dann auch mit den Konsequenzen und den jeweiligen Schlagzeilen leben müssen. Und da landet man, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, dann natürlich auch irgendwann in der Schublade, die dann beim zweiten, dritten Fall gerne wieder bedient wird. Und ja, das macht die Sache nicht immer angenehm. Aber für mich war es immer wichtig, dass ich mir gegenüber in den Spiegel gucken konnte. Und ich glaube, dass keiner sagen kann, dass er fehlerfrei ist. Auch in einer langen Fußballkarriere macht man auch immer Fehler, man lernt dazu. Und jetzt freut es mich, dass ich hier bin, dass die Verantwortlichen da auch gesagt haben, wie sie mit der Situation umgehen. Und von daher bin ich da relativ entspannt, was meinen Ruf angeht. Es ist übrigens interessant, dass die Frage von Ihnen kommt. Also, jetzt von der Bild-Zeitung meine ich. Vielleicht an Herrn Müllmann ganz kurz, inwiefern fordern Sie denn das dann auch ein, dass ein Spieler wie Hanno Balic, der eben eine eigene Meinung hat, das dann auch kundtut? Oder war das vielleicht sogar, was bislang mal gefehlt hat auch? Oder? Ich denke, dass jetzt der Hauptgrund nicht gewesen ist, dass er jeden Tag jetzt eine Rede halten soll und irgendwas erzählen soll, sondern dass er uns schon mit seinem fußballerischen Können einfach da helfen und weiterbringen soll. Und natürlich gehört dazu auch das Reden, das Organisieren, das Sprechen, das auch die Verantwortung zu übernehmen. Und das erwarte ich schon von allen erfahrenen Spielern, dass sie das auch dann letztlich in erster Linie auf dem Platz, aber auch drumherum schon wahrnehmen und auch machen. Und insofern denke ich, beide wissen das ja auch, dass sie erstmal jetzt im körperlichen Bereich noch was tun müssen die nächsten Wochen und ihre Leistung bringen. Und das andere kommt, ich will nicht sagen von alleine, aber kommt aus deren Vita einfach, wird sich das ergeben und wird sich das auch zeigen.
Damit scheint es keine weiteren Fragen mehr zu geben. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir sehen uns am Samstag in Nürnberg. Bis dann. Tschüss. Thank you.